Let's test Pokémon Skyfall, when you crumble, von Mr. der Benutzername. Und heute auch wieder dabei Mr. Grigo LPHD. Mit Minecraft und mehr. Mit Minecraft und mehr. Ja, also Mr. Benutzername. Skyfall! Ja, Mr. Benutzername, also beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Jappel oder Jappel 12 oder die Unkraut. Und was weiß ich alles, hat ein Spiel gemacht, das meine Spiele Pokémon Dusk, Dawn, Nightfall aufs Korn nehmen soll. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ich habe es noch nicht eingetestet. Ich habe jetzt nur diesen Titel hier, diesen Screen da gesehen, der einfach nur Skyfall sagt. Und ich bin wirklich gespannt, was mir zukommt. Er hat mir schon geschrieben über Twitter, dass das Spiel nur so 10 Minuten Spielzeit hat ungefähr. Wahrscheinlich doch recht kurz, aber ich werde mal alles ansprechen, alles Mögliche mehr gucken uns das alles an. Hat nur ein Ende. Ja, keine Ahnung. Was erwartet mich? Okay, los geht's. Erstmal ein Tutorial, hoffentlich. Alter, what? Okay, Alter. What the fuck? Oh, Sella, Alter. Sella. Aber Boy. Ja, Zelda stinkt. Also übrigens, das Spiel ist ein modifiziertes Pokémon Dawn. Deswegen ist das Spiel auch so groß mit über 100 Megabyte, weil die ganzen Spieldaten, die jetzt gar nicht gebraucht werden, hat er gar nicht rausgenommen. Denn ab! Alter, ich werd wahnsinnig. Ey, der Jappel hat mich gerade angeschrieben über Steam. Zelda stinkt. What? Wie er das genau wusste? Ey, wie er es genau weiß, was ich gerade mache? Was? Ich mach mal kurz Steam aus. What the fuck? Okay, ist der Benutzername? Erklär mir das mal. Zufall. Ich glaube, du wirst gestalkt und zwar richtig hardcore. Ja. Okay, Stella stinkt, was würdest du sagen? Ja, die dritte Option gibt's ja leider nicht. Also ja. RPG-Sterne. Alter, what the fuck? Präsentiert. Oh Mann, ey. So weit ist euch jetzt schon gekommen. 11. März 2018. Ja, stimmt nicht ganz. Heute ist es endlich soweit. Ein neues Pokémon-Zombie-Spiel, das ich, was? Diese Meute zum Fraß vorwerfen werde. Ach, da hat er den Blink-Sound vergessen. Oh. Hallo Fans! Ich, der unglaubliche Mr. Prince, falsch geschrieben. Boah, warte mal, ich muss das Spiel mal leiser machen. Was ist für ein Avatar? Weiß ich, von Dragon Ball? Hätte er gleich dein normales Foto nehmen sollen, ja. Das es zum Beispiel gibt. Naja, gut. Ich, der unglaubliche Mr. Prince, hab ein neues Pokémon-Spiel in Planung. Rico. Wie, das ist noch nicht fertig? Schnauze! Rede nicht so mit dem Gottkönig der Zombie-Pokémon-Spiele. Du Fotz! Ich. Entschuldigung. Besser so. Also in dem neuen Spiel, das heißt übrigens Pokémon Skyfall, da spielt man so einen Typen oder ein Mädel und ja, dann kommen plötzlich Zombies. Mehr gibt's dann in der ersten Demo. Bis dahin. Und tschüss. Was ist denn bei dem Phase? Oh, geil, Alter. Geil. What the fuck? Oh, Zella, Alter. Heute ist nicht dein Tag. Heute ist nicht dein Tag, Zella. Jetzt ist er völlig durchgedreht. Oh Gott. Das ging ja gut los, ey. So ein geiles Zimmer, ey. Als ob mein Zimmer so aussieht, Alter. Als hätte ich so einen Keller, weißt du, wo einfach nur PC ja, steht. Kellerkind, Alter. So, dann wollen wir mal weitermakern. Meine ganzen Albträume, die ich in letzter Zeit habe, kann ich schlafen auch gleich lassen und die Nacht durchmakern. Ey, genau mein Ding. Nachts ja, durchmakern. Ja, jetzt brauchst du noch eine Rockstar-Dose. Ja. Auf, wie geht's sie? Das sag ich immer. Oh mein Gott. Ah. Gute irgendwas. Ach, Alter, krass. Geil. Alter, als würd ich es makern. Man hat ja, auf die Maus geklickt. Das machst du normalerweise viel schneller mit dem Büschen. Wie konnte ich ein Defi nur verlieren? Nun bin ich ganz allein. Keine Zeit zu trauern. Ich muss irgendwo Zufall finden. Ja, Mann. Und ich jetzt noch so eine richtige Trauermucke. We'll always love. Oh Gott. Ja, das läuft gerade.
Achso, ich kann laufen. Oh, ist nicht zentriert, ey. Ja, das, ey, Neapel, das geht aber nicht, ne? Ich habe meine Spiele immer zentriert. Ah, du kannst Chris da reden. Nee, ich muss Zuflucht finden. Warum hat sie da Blushface? Weiß ich nicht. Das ist halt... Ja, okay. Ich muss Zuflucht finden. Ich muss Niki suchen. Wie konnte das alles nur passieren? Wenn ich daran zurückdenke... Flashback! Man hat nicht mal eine Wahl. Alter. Was? Sanita on? Was? Was ist das? Das ist doch nicht meine Erinnerung. Ja, chill, das habe ich noch nicht gemakert. Hilfe! Ja, ich, opening screen. Alter, das Lied läuft gerade wirklich. Ist ein Fall. What? Game by Mr. Prince. Oh nee, Alter, wie geil. Oh. Ja, nice. Und das C bei Mr. Prince sah so auch gar nicht so komisch aus oder so. Und auch das Kanimani, überhaupt nicht fleckig oder so. Ah, so langsam werde ich ja doch müde. Ich glaube, ich sollte für heute Schluss machen. Ja, wo pennt er? Am PC, so wie ich auch. Ah. Ja, so sieht es bei ihm aus. Will Haya Bubu machen. Fernseh ist für mich gestorben, seit ihr wollen, dass es nicht mehr kommt. Alter. Als das Fenster explodierte, war ich in meinem Zimmer Comics lesen. Meine Familie wurde zu Superhelden, nur ich bin völlig normal geblieben. So normal, dass es mich ganz verrückt macht. Norman Normal! Das ist doch so eine Serie gewesen. Die war ziemlich cool. Keine Ahnung. Die war ziemlich cool. Alles voller Energy Drinks. All meine Träume und Hoffnungen. Im Mülleimer. Fuck hier. All meine Freundschaftsbücher. All meine Poesiealben. Ist klar. Ich kann darüber laufen. Nee, das geht jetzt echt nicht, ne? Passierbarkeitsfehler. Es gibt keine Tür nach draußen. Über den Werkzeugkasten laufen. Das ist ja. Nee, das geht nicht. Damit ist das Spiel jetzt kaputt. Es gibt keine Tür. Schlaf, ja. Keine Ahnung. Du kommst halt nicht oft raus, ne? Scheinbar. Alter. Nicht schon wieder dieser Traum. Ich muss hier weg. Sie wollen mein Gesicht essen. Oh, lauf, Mr. Prince. Guck mal, wie komisch hier. Oh. Lauf! Oh. Als ob! Oh, tot! Du Loser! Fuck you! Geiler Endspiel, fast so gut wie das Angumon. Ach, die können mich durch die Dingens verfolgen, durch die Wand, oder? Oh. Ja, klar. Oh. Okay. Ich bin aus dem Bett gefallen und hab mir ganz dolle Aua gemacht. Ah, dann kann ich auch direkt weitermakern. Wie der eine Avatar eine Zigarette in der Hand hat, ey. Das war ein neuer Text. Ja, durch das kaputte Fenster weht eine kalte Brise des Schmerzes in der Nacht. Wofür Energy Drinks? Um die Grausamkeiten dieser Welt noch eingehender mitzubekommen? Ich blicke in ein Tal voller Enttäuschungen. Alter, du bist voll der Emo. Die Seiten meiner Poesiealben sind verblichen. Freundschaftsbücher sind Relikte einer glücklicheren Zeit. What the fuck? Schau mir nicht so vorwurfsvoll an, du Röhrengerät! Hauptmakern jetzt! Konzentrier dich, Alter! Konzentrier dich! Ja, was ist das für ein kranker Scheiß? Ich hab doch extra alle gewarnt. Ich hab Croc deswegen zurückgelassen. Ich habe Crocs so schmerzhaft vermisst, dass ich mir sogar Crocs gekauft habe. Die sind auch sehr bequem, aber ist das so? Es ist nicht das Gleiche! Wie dem auch sei. Vielleicht finde ich hier Antworten auf die erneut ausgebrochene Zombie-Invasion. Abgeschlossen! Anscheinend. Oh, schlecht. Da steht, hallo Pamela, hab dieser subtile Easter Egg für dich eingebaut. Seltsam. Hey, Alter. Ja, okay. Aber wie es verschwindet. Ja, das. Ja, okay. Es ist Zeit, die Wahrheit zu erfahren. Jack findet der Sinn des Lebens. Okay.
Hast du ein Inventar oder so? Da steht, De Beukelers Brownie Cookies sind totaler Dreck. Ja. Yeah. Was ist denn Inventar? Guck mal ins Inventar, Mann. Ich wusste es! Geht doch gar nicht. Inventar ist ausgeschaltet. Hast du kein Escape oder so? Nee, es geht nicht. Das war also alles dein Werk. Moment mal! Was ist denn das für ein bescheuerter Plot-Twist? Du bist echt an einem Nullpunkt angelangt, Mr. Prince. Was? Wie ist das möglich? Wie kann ein Spielcharakter, den ich erstellt habe, mit mir reden? Ich sage nur die Wahrheit. Dein Repertoire ist aufgebraucht. Und das weißt du auch. Träum ich noch? Verdammt, ich muss hier weg. Moment mal. Alter, das geht ja ab. Wo zur Hölle bin ich hier? Alter, krass. Das geht hier ja ab, Alter. Kokomon! Hörst du mich? Vor allem hat er den Sound. Tai, hörst du mich? Ja, okay. Alter, what? Auf dem Schild steht... Lohul, Lohul. Ach so, scheiße. Oh nee. Tot. What? Instant tot. Nur damit du weißt, dass du ein Loser bist. Als ob ich jetzt... Was, das ist jetzt für ein scheiß Rätsel, das Alter. Das ist ja echt dumm. Links, links. Hoch, Hunde. Links, links, hoch. Links, links, hoch. Alter, okay. Das ist doof. Also, da kann Mario bessere Rätsel einbauen. Ja. Was jetzt? Rechts. Ja. Links, links, hoch, rechts. Runter? Runter. Alter, what? Ach, komm schon! Kann man nicht zwischendurch speichern oder nein. So? Nein! Links, links, hoch. Rechts, runter. Ja, und jetzt? Ja, also kann man natürlich auch die Spielzeit strecken. Ja. Oh. Hey, what the fuck? Och, komm schon. Jappel, warum? Jappel, warum? Oh Mann, ey. Und jetzt nochmal rechts, ne? Rechts, ja. Was haben wir jetzt eben genommen? Da hast du, glaube ich, nochmal rechts genommen. Oh, ich hab's geschafft. Ah! Oh. Ein Glück. Mich ruft jemand an. Ahoi. Yo, was geht ab, Party People? Rigo! Hat seinen eigenen Auftritt, geil! Ich bin's, der Rigo! Sie hat's sogar richtig geschrieben. Der mit dem Fong-Humor her, was? Ich weiß auch nicht. Alles klar. Ja, na, very important Nachricht vor dich. Eigentlich müsste dieses komische, gebrochene Englisch so eher Robins-Ding sein. Hey, Rigo, was geht ab? Zella, Alter, er ist tot. What? What? Da gibt's nur eine Sache, die wir tun können. Sich auch umbringen oder was kommt jetzt? Bei Niki suchen. Oh Mann. Alter, was geht? Party oder was? Richtig geile Party, die wir hier in Sellas Ehren feiern. Danke. Jeder, der denkt, wir würden Sellas Tod feiern, statt sein Leben zu ehren, ist ein ekelhafter Mensch und sollte sich schämen. Was, wer zur Hölle bringt seinen eigenen Tisch mit zu einer Party? Oh nee, Alter. Gangnam Style.
Läuft, oh, läuft das gerade? Oh ja. Nee, Alter. Aber so die MIDI-Version, glaube ich. Ja, okay. Oh, ja. Okay. Gangnam Style. Oh, 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 oh. Oh, 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 Gangnam Style. Sexy Lady. Ich brauche mal kurz meine Ruhe. Miss Make-up. Das wird mir langsam alles zu viel für mich. Gangnam Style, oh, das ist ja Zella im RPG Maker. Was hat das zu bedeuten? Ich muss es rausfinden. Ich hab hier gar nichts mehr. Aha. Ja, bin ich jetzt Zella? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich eine komische, komische Animation. Ja, ja, also ist es Zella. Ich spüle. Mein ganzer Stolz. Oh, nee! Schmerzhaft erinnere ich mich an damals zurück, als ich mir die Hand an diesem Herd verbrannte. Nee, Mann! Alle meine Freundschaftsbücher, alle leer. Alter, was für ein Arschloch! Alter, Sella. Mikrofon. Tagebucheintrag. Ich habe seit Tagen schon nicht mehr geschlafen. Ich weiß nicht mehr, was real und was nicht real ist. Ich habe angefangen, an diesem Spiel zu arbeiten. Dead Awakening 2. Seitdem geht alles im Bach runter. Ich verliere den Verstand. Das geht ab, ey. Genial. Das Radio beschallt leise den Niedergang meines Lebens. What the fuck, Alter? Geschlafen habe ich schon lange nicht mehr. Hier. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich höre meine Stimme. Ich höre eine Stimme meinen Namen aus der Ferne rufen. Ich gehe hier nicht raus. Also ja, soll ich hier so ein Fenster gehen oder was? So was anderes, was du angucken kannst? Weiß ich nicht. Bestimmt kommt da ein Jumpscare oder sowas. Hm. Ja, was ist jetzt los? Was passiert denn? Die Zettel auf dem Boden vielleicht noch? Hm, Tagebucheintrag. Manchmal habe ich das Gefühl, im Spiel zu sein und dann mache ich auf. Dann versuche ich, meinen Kopf wieder frei zu kriegen. Nur um zu merken, dass ich wieder oder immer noch im Spiel bin. Und wache wieder auf und wieder. Aber wann bin ich zuletzt schlafen gegangen? Voll deep, ey. Ich fühle mich beobachtet, ich habe Angst. Ist da jemand? Ist da jemand? Und so weiter. Ah, jetzt darf ich gehen. Rigo. Hallo, Zella. Was passiert da? Was? Da passiert was? Mist, der PC hat sich aufgehangen. Was? Wo zur Hölle bin ich hier? Alter, das erinnert mich gerade an das Mapping von Dave's Journey oder so. Das sah ja auch irgendwie so komisch aus. Meinst du nicht Dave's Journey? Dave's Journey, ja. Das war das Dave. Meine ich doch, Dave's Journey. Das war ja damals zumindest der Benutzername des Spiels, ne? Ja, vielleicht hat die Knapp ja kopiert. Mr. Prince findet Wii U-Tablet. Ihr geht! Mr. Prince hat das Wii U-Tablet weggeworfen. Ganz weit weg. Das macht mich sehr, das macht dich sehr sympathisch. Das hätte ich genauso getan. Oh Mann, ey. Was geht hier ab? Voll das Psychospielchen, das er hier mit mir treibt, der Jappel. Ich kapiere, das ist gar nichts mehr, ey. Da steht Milch, Eier, Teewurst, Käse. Das ist kein Ortsschild. Das ist eine Einkaufsliste! Ja. Ey, Agumon! Das ist Agumon. Hast du es im Maker geöffnet eigentlich? Nee. Hätten wir mal mit Agumon reden müssen, ey. Ja. Hätte ich mal machen sollen. Alter, es geht ab. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich mich bzw. die Spielfigur nicht bewegen? Yo, Leute, der Lenny hier. Oh, Mann. Willkommen zum Pokémon Skyfall Stream. Was soll das? Das Spiel ist nicht mal annähernd fertig. Wie hast du überhaupt... Jo, ihr hört schon. Der Mr. Prince ist auch wieder dabei. The Bay. Ja, also, wie ihr seht, spielen wir den Krista, den Typ aus dem zweiten Teil, Dings hier. Pokémon Aurora. Ach, halt doch die Gosh. Was für ein Ding? Ja. Ja, das ist ein Anspiel drauf, dass Lenny immer so viel verkackt hat. Jo! Jo, wir hätten immer wieder ausweichen sollen. Da
voll verbuggt, das Kackspiel. Boah, jetzt reicht's. Weißt du was? Wenn ich ein Porno drehe, ne? Dann ist es wie bei deinen Streams. Deine Mutter kommt ins Bild. Alter, wie übel. Ja, mal Jungchen. Ich würde ja sagen, ich trommel mit meiner treuesten Abonnenten zusammen. Und du deine treuesten Abonnenten. Und dann kämpfen wir. Aber am Ende komme ich dann mit 100.000 meiner Lenny Army. Und ihr steht dann zu zweit da. Du Lelek. Hallo Luigi. Ey, ich dachte, das Spiel geht 10 Minuten, ne? Hat er mich wahrscheinlich angeschmiert, ey. Ja. Was passiert hier? Wer bist du? Woher kennst du meinen echten Namen? Hör mir gut zu, jedes Wort könnte dein letztes sein. Ich werde dir Fragen stellen, wenn du sie richtig beantwortest, wird sich der Boden vor dir offenbaren. Warum wolltest du sie falsch, stirbst du? Ist das eine Anspielung auf Ken's Story? Alles klar. Dann fangen wir mal an. Safe. Wollte schon sagen, lass uns mal speichern. Wie viele Tagebucheinträge von Zella hast du gelesen? 3. Schlauer Junge. Welches Item hast du wahrscheinlich eben noch im Wald gefunden? Wii U-Tablet. Wahrscheinlich. Als Gerigo dich angerufen hat, wie oft hat da das Telefon geklingelt, bevor du dran gegangen bist? Boah, keine Ahnung, 4-mal. Bemerkenswert. In der Tat. Wem war das erste Easter Egg in der Pokémon-Arena gewidmet? Pamela. Karadas war sogar dabei. Du bist sehr aufmerksam. What the fuck is going on, ey? Als du in einem vermeintlichen Traum warst und du eine gewisse Abfolge von Richtungen befolgen musstest, welche Richtungen waren das? Halt das Maul, Alter. Alter, jetzt kommen okay. Diese Pfeile wieder. Ach so, hat es bedeutet. LL, ah. Ah, ach so, oh, wie also scheiße. Es war LL. Oben, runter, unten, rechts, links. Ich glaube, das zweite war's. Alle Achtung. Ja. Wie viele Personen haben auf deiner Party getanzt? 2. War doch der Alte und... Getanzt? Ja, 2. War nicht gerade die Party des Jahres, was? Woher stammt das originale Hundende? Was? Hä? Hundende? Ach so! Ja, da war was. Von, ich glaube, Silent Hill... Also Resident Evil auf jeden Fall nicht, das weiß ich. 2 oder 3. Was soll ich nehmen? Ich weiß es nicht, ich kenne Silent Hill leider nicht. Stimmt, da hast du das geklaut. What? Hä, was ist ein Hundende? Welches Wesen befand sich in dem Raum, in den du gelangst, als du vor deinem PC geflohen bist, weil dein Spiel mit dir geredet hat? Meinst du der Koromon? Ja. Ja. Alter, wie viele Fragen sind es denn noch? Alter, was wird jetzt passieren? Ich glaube, jetzt sind 6 Fragen. Was wird geschehen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ach, Alter, komm was? Schon, Alter! Ah, oh, Alter, das ist fies, Alter! Ach, Jappel! Aber es sind wenigstens so random Fragen, die nur du kennen kannst und die du beantworten musst oder irgendwie sowas. Ist doch cool. Alles aufs Spiel bezogen. Das ist ganz schön viel, ey. Hundende. So, jetzt mal wieder. So, was wird jetzt passieren? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht? Na dann pass mal auf. Okay, toll. Fühl dich geehrt, mich persönlich treffen zu dürfen. Es wird das letzte sein, was du sehen wirst. Es wird das letzte sein, was je passieren wird. Du kranker Bastard! Wer oder was bist du? Fühlt es sich nicht seltsam an, mit dem RPG-Maker zu arbeiten? Manchmal schon. Irgendwie falsch? Und was ist deine erste Erinnerung? Es ist simpel, du hast keine. Woher weißt du? Denkst du, Pokémon Skyfall wäre das Spiel hier? Alles steht und fällt mit mir. Ich verstehe nicht. Du bist das Spiel! Dein Universum ist das Spiel! Und ich bin dein Erschaffer, dein Gott! Ich bin Jappel! Was? Ich bin nur eine Figur in einem Spiel, das von so einem kranken Schwein wie dir erstellt wurde? Aber wieso? Wieso was? Wieso machst du das mit deinem Spiel? Wieso zerstörst du alles? Tötest Zeller? Du hast doch aufgegeben. Du bist kein Spielemacher. Du bist ein mitleidenswerter, trauriger Mann, der dieses Spiel nur nutzt, um seine unendliche Traurigkeit zu bekämpfen. Shit, du hast recht.
Dieses Spiel spiegelt auf ironische Weise jene Trauer, jenen Kummer und jene Wut wieder, die tief in meiner Seele schabt. Es ist sinnlos. Wie meinst du das? Sterben tut nicht weh, mit euch zu leben schmerzt jeden Tag. Alter, was geht ab? Warte! Ich kapier gar nichts mehr. Okay. Ende. What the fuck? Hä? Hat er sich jetzt selbst umgebracht? Okay. Hä? Jappel, du lebst aber schon noch. Du hast mich eben noch in Steam angeschrieben, hoffe ich doch. Okay, ja. Zum Fazit, ein sehr interessantes Spiel. Auf jeden Fall, die Parodie war auf jeden Fall eigentlich wirklich ziemlich gut. So Anfang, Mitte war es echt cool, aber am Schluss war es halt ein bisschen verwirrend wegen dem Rätsel. Mit diesem Raterätsel, wo man hinläuft und dieses, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich eine recht gelungene Parodie, oder? Das ist random. Ja. Oh Mann. Ich fand das mit dem Lenny echt irgendwie am geil, weißt du, wo wie hätte ich denn da ausweichen sollen? Ja. Oh, warte. Ja. Ansonsten, technisch kann man jetzt nichts sagen. Es ist einfach nur. Es ist halt eine Parodie, da kann man das ja nicht so bewerten. Aber es war halt wirklich viel random, ne, wo man hingeportet wurde. Aber es hatte viele unterschiedliche Dialoge von den Gegenständen, die man angesprochen hatte. Und sehr viele Seitenhiebe und Insider und Sachen. Es war eigentlich schon recht cool. Auch ein paar unsaubere Sachen, wie dass die Statue unsichtbar wird, wenn man sie anspricht. Weil, was ich halt nicht begreife, warum Zella so aufs Korn genommen wird. Keine Ahnung. Er ist sau halt, übel, ey. Er ist halt Zella irgendwie. Ja, aber das war echt ein bisschen sehr grenzwertig. Okay. Alle meine Freundschaftsbücher, alle leer. Alter, what the fuck? Ja gut, der Söller, der hat schon Freunde. Das will er schon nicht so ernst nehmen. Nee, ansonsten, eigentlich eine coole Parodie, sowas würde ich mir sogar öfter wünschen. Wie fühlt sich das an, so verarscht zu werden? Ja, nicht so schlimm. Wie gesagt, ich fand es eigentlich sehr witzig. Auf jeden Fall, kann man mal machen. Ich wollte ja schon immer damals auch, dass man Spiele von mir parodiert in einem anderen Spiel. Das wollte ich mal immer unbedingt haben. Jetzt habe ich es endlich. Ne? Lebensziel erreicht. Ja, auf jeden Fall Pokémon Skyfall vom Mr. Benutzername. Ich weiß nicht, ob er das zum Download freigibt. Wenn nicht, dann kann ich das ja mal machen. Ich frag mal am besten direkt. Du musst jetzt erstmal anschreiben und sagen, what the fuck, du hast mich angeschrieben, als das da stand. Ja. Das ist so kranke Zufälle, Das wird er sowieso sehen, wenn ich jetzt gleich hochlade. So, ansonsten hast du noch ein Schlusswort zu dem Spiel. Ja, sehr random. Ich habe sogar einen Auftritt im Spiel jetzt endlich gehabt. Geil. Winning. Auch wenn es ein bisschen, mein Dialog war ein bisschen random, aber okay. So lustige Sachen gerne öfter irgendwie, also so verarschen. Auf jeden Fall. Und mehr Let's Tests. Nee, und wann kommt endlich Four Seasons und das Tutorial? Ja, wenn es nicht mehr abstürzt. Muss ich mal dran weiterarbeiten, aber auf unbestimmte Zeit, es dauert halt ein bisschen. Momentan auch Pokémon Dusk Remake, Pokémon Aurora. 1000 Abos Special muss ich auch machen übrigens. Ja, stimmt, ich habe die 1000 Abos erreicht. Das muss ich auch noch machen, diese Woche irgendwann. Hoffentlich bin ich da fertig. Und ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Wir hören uns. Bis dahin und tschüss. Ciao.